Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von Feed and Grow Fish. Leute, mit dem Fisch hier, das ist echt ein Kampf. Es ist ein einziger Kampf. Level 95. Guckt euch dieses Riesenvieh an. Ich bin größer als eine Schildkröte. Wo ist die Schildkröte? Hier ist der Schatten. Da. Guckt euch das an. Ich bin größer als eine verdammte Schildkröte. Ich kann die sogar töten. Das geht mittlerweile auch. Von wegen Dori. Lieb und nett und freundlich. Immer hilfsbereit. Ja, guckt euch an. Das ist ihr wahres Gesicht. Die frisst Schildkröten. Zack, tot ist er. Bam. Ah, es dauert ewig, die zu leveln. Ich habe jetzt bestimmt 1,5 Stunden daran gesessen, die auf 95 zu kriegen. Alter Schwede. Alter Schwede. Ist mir ehrlich gesagt so groß, also sie ist auf jeden Fall viel, viel größer als sie normalerweise sein sollte, ne? Das ist klar. Aber so ein Riesenfisch ist die jetzt nun auch nicht, muss ich jetzt sagen. Ob sich das lohnt, die zu leveln, ja, ist Ansichtssache. Das ist meiner Meinung nach ist das Ansichtssache. Also für mich persönlich jetzt, ich weiß es nicht. Aber wenn man einmal damit anfängt, dann will man das Level auch immer höher schaffen. Und ich wollte auch wenigstens eine riesengroße Dori. Wenn ich schon kein Butterfly hinbekommen habe und hier den Pinky auch nicht, dann wenigstens Level 100 Dori. Das muss ja wohl drin sein. Ja? Und ich schätze mal auf Level 100, das schaffen wir jetzt auch. Hoffe ich doch. Wenn jetzt kein Hai oder irgendwas dazwischen kommt, dann schaffen wir das auch. So, da ist noch eine Schildkröte. Wir jagen jetzt überwiegend die mal, weil die geben momentan sehr viel Fleisch, was ich brauche zum Leveln. Und wenn wir dann Level 100 endlich erreicht haben, dann, ja, keine Ahnung, können wir ja mal ein Hai probieren. Aber ich werde dann 100%ig sterben. Aber probieren können wir's. Weil ich glaube nicht, dass ich die jetzt, 200 oder was... Ach, das ist doch hier keine Bedrohung mehr, Mädchen. Hab doch keine Angst vor so einem kleinen Pupstier. Da, zack, weg ist er. Und das nächste Essen kommt schon angeschwommen. So ein kleiner Pupsfisch und die kriegt Angst. Nee, nee, nee. So was haust du... Ist noch nicht mal ein Frühstück für dich, das ist ein Snickers. Oder ein Tic Tac. Brauchst du doch keine Angst mehr haben, Mädchen. Zack. Das nächste klein gehauen. Oh, das dauert, Leute. Das dauert. Gott. Weil ihr müsst es auch so sehen, ich konnte ja... Am Anfang konnte ich ja noch gar keine Schildkröten töten, um ein bisschen mehr Fleisch rauszukriegen. Ich habe bis, keine Ahnung, Level 80 oder so, ungefähr ab Level 80 konnte ich erst die Schildkröten dann töten. Vorher habe ich die ganze Zeit nur Seesterne und diese Korallen. Genau. Nur Seesterne und Korallen gegessen. Und das dauert so ewig, weil es halt so wenig Punkte gibt. Alter, Leute. Also, wie gesagt, ob sich das lohnt, muss jeder für sich selbst wissen. Aber da, ich weiß nicht. Also, irgendwie macht mir das mit diesen generell fleischfressenden Fischen wesentlich mehr Spaß. So, das auch noch wegsnacken, komm. Und die ist so groß und schafft es aber trotzdem nicht, mal ein paar größere Brocken einzusaugen. Das kriegt sie trotzdem nicht hin. Das schafft die einfach nicht. Ich weiß nicht warum. Ich muss einen Timer einschalten. Und meine Nase juckt. Moment. Oh, so, da bin ich wieder. Oh Gott, da hat sich jetzt doch ein Nieserchen mit reingeschlichen. Eieiei. So. Aber wenigstens habe ich es vorher geschafft, das Mikro auszuschalten. Es wäre sonst sehr, sehr laut gewesen. Komm schon, ja, du bist meins. Mein Essen. Oh, Level 99, wir haben es gleich geschafft. Wir haben es gleich geschafft. Da ist ein Schwertfisch.
Der Schwertfisch will jetzt bestimmt mein Essen klauen. Das kann er aber vergessen. Das kann er sowas von vergessen. Alles meins. Alles meins. Und alle anderen Fische in dem Level, ne, die sind eigentlich auch in der Lage, diese Korallen hier auch mit einmal einzusaugen. Also ohne, dass ich hier nochmal reinbeißen muss. Aber Dori schafft das natürlich nicht. Also im Saugen ist überhaupt nicht gut. Was? Wer kam denn? Wo denn? Wer denn? Komm her, du Schwertfisch. Ja. Den hätten wir auch klein. Wunderbar. So, Level 100. Wir sind endlich Level 100. Boah, das ist ein Kampf mit der. Das ist ein Kampf mit der. Das zieht sich so ekelhaft in die Länge. Ich freue mich so auf das Deathmatch-Modus. Das glaubt ihr nicht. Da kann man das wenigstens noch ein bisschen höher stellen. Gerade bei so kleinen Fischen, die ewig brauchen, die ja eigentlich wirklich nur Seesterne und Korallen essen, gar nicht dafür gedacht sind, irgendwie mit denen zu jagen. Oh, das dauert sonst so ewig. Einfach nur ewig. Zack. Oh, jetzt kriege ich ein bisschen Schaden. Aber das war's auch schon. Und besonders viel Gesundheit hat sie auch nicht wirklich für den hohen Level da. Das ist, ja, ich weiß nicht. Also für mich persönlich, die nochmal so hoch zu leveln, würde sich, glaube ich, nicht lohnen. Aber wie gesagt, es ist jedem seine eigene Entscheidung. Da mische ich mich nicht ein. So. Eieiei. Gegen den da unten habe ich definitiv keine Chance. Das versuchen wir gar nicht erst. Eieiei. Ganz schnell weg. Ich bin ja gerade erst 100 geworden. Ich bin doch noch so jung. Hier sind Haie. Na, ich weiß nicht. Es sind so viele auf einen Haufen. Dann kommen wir mal alle gleich. Ich brauche einen Einzelnen, der irgendwie weiter weg von den anderen ist. Dann würde ich es versuchen. Dann würde ich es probieren. Mist. Kein Einzelner irgendwo hier. Sind alle so auf einen Haufen. Das kotzt mich gerade ein bisschen an. Da, der kommt raus. Der kommt aus der Ecke raus und schwimmt wieder zurück. Ach. Bin einfach nicht schnell genug. Oder ich warte, bis einer zu mir kommt. Das wäre ja auch... Ein Versuch ist es wert. Pass auf, endlich 102 geworden. Kommt ein Hai, paff, tot. Würde mich nicht wundern. Schaff ich's? Ich fass es nicht. Echt jetzt? Alter, Dori! Du Mörder! Die hat einen Hai gekillt. Die hat einen Hammerhai gekillt. Krasser Scheiß. Ich will nochmal. Da ist noch einer. Ich will noch einen. Komm her! Kommst du her? Frühstück! Alter, wie geil! Was denn los? Willst frech werden, ja? Komm her! Komm doch! Junge! Und die kann immer noch keine großen Brocken. Ich fasse es nicht. Das Hinterlistige an den Haien ist nämlich, gerade bei diesen Hammerhaien, greifen auch gerne mal von hinten an und beißen sich dann fest. Da kannst du manchmal noch so ein guter Fisch sein. Vom Gesundheit her. Die beißen sich dann einfach so lange hinten fest, bis du tot bist. Das ist dann auch gerne mal ätzend. Irgendwo habe ich hier... Wollen wir den Tigerhai mal versuchen? Ah, kommt schon von alleine. Eieieiei. Oh shit. Ich schaff ihn. Ja. Oh. Ich hab's geschafft. Ein Tigerhai. Geil. Ich hab einen Tigerhai gekillt. Oh, das gibt ordentlich Fleisch. Lecker fein. Super. Oh.
Ist das toll. 105. Na, schaffe ich noch ein Level? Nee, leider nicht. Das ist ja mal geil. Also mit dem Tigerhai war es schon ein bisschen gefährlicher, aber die Hammerhaie hier sind irgendwie kein Problem mehr für mich. Bis jetzt jedenfalls nicht. Bis einer von hinten kommt. Dann habe ich ein Problem. Oh. Ey, das ist mein Essen. Spinnst du? Der klaut der Nächste. Leute, das ist euer eigener Bruder, den ihr da gerade verspeisen wollt. Merkt ihr es eigentlich noch? Das könnt ihr nicht bringen. Ist doch ekelhaft. So, das noch schnell alles wegsnacken hier. Bevor der Große da oben auf Ideen kommt. Auf die er nicht kommen sollte. Komm her, du. Du bist mein. Du bist mein. Das war jetzt aber nicht der Weiße, nee. Ich dachte schon, das wäre jetzt der weiße Hai gewesen. Gegen den habe ich mit Sicherheit keine Chance. Keine Chance. Nee, nee. Das brauchen wir gar nicht zu versuchen. Das brauchen wir gar nicht erst zu versuchen. Alter, da snack ich mal eben so ein paar Hammerhaie weg. Die ist ja drauf. Ist die drauf? Wo ist denn der Riese hin? Wo ist denn der? Oh, scheiße, ist der groß. Oh. Also vor dem habe ich noch ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Hammerhai! Komm her, du! Ich krieg dich! Ich krieg dich! Er darf sich nicht nach hinten beißen! Er darf sich nicht hinten reinbeißen! Lass dich nicht schwanzflösseln! Gutes Mädchen. Machst du ganz toll. So. Oieieiei. Die braucht aber auch ewig zum Fressen, ey. Komm schon, komm schon, komm schon. Da kommt schon der Nächste. Ah, doch nicht. Kann ich die Dinger jetzt einnuckeln? Boah, ich wollte aber doch nur... Ich wollte doch in den Schwanz beißen vorher. Ja. Der hat auf jeden Fall jetzt ein gutes Frühstück gehabt, so groß wie ich war, oder? Alter Schwede. Alter Schwede, das ist ein Monstrum. Das ist ein Monstrum. Ja, schaffen wir den Biboss noch auf die Schnelle? Machen wir zwei in einer Folge. Und in der nächsten Folge versuchen wir den hier schön groß zu machen. Der macht wenigstens ein bisschen mehr. Na gut. Eigentlich gar nicht. Der macht genauso viel Schaden. Wie ätzend ist das denn? Wann kommen denn endlich mal die Guten? Der macht 3 Damage. Ist aber extrem langsam. Den habe ich schon mal gehabt. Na. Ja. Dori jetzt nochmal, ey, Leute. Beim besten Willen, nee. Nee, nee. Komm, wir machen den Biboss. Wir machen mal den Biboss. Fangen den halt schon mal an. Ja, ich würde ja gerne drücken, aber du lässt mich ja nicht so jetzt. Komm schon. Hui. Der sieht ein bisschen giftig aus. Und ein bisschen dämlich. So, essen, 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 essen. Essen. Lass mich essen. So. Jetzt. Gib mir Essen. Gib mir Essen. Ja, Mann. Toll, also das mit der Dori hat sich ja richtig gelohnt, wa? Das war ja richtig toll. Wahnsinn. Ich bin begeistert. Könnte ich immer wieder machen. Naja, gut. Die war ja auch eigentlich, wie gesagt, die war ja auch eigentlich gar nicht so ein Kampffisch.
ist er hier dann doch schon ein bisschen mehr. Er hat ja mit dem, wenn er dann groß ist, hat er dann die Fähigkeit, sozusagen seine Gang zu rufen, heißt es hier in dem Spiel. Kommen die dann und helfen ein? Es kommt natürlich auch drauf an, wie weit die weg sind, dann dauert das natürlich dementsprechend länger, bis sie dann da sind. Juhu! Ja! Ich bin ein kleiner Biberch. Und der beißt ein bisschen schneller. Was ich auch schön finde. So. Ui. Aber ich glaube, den Biberch, den gibt's im Deathmatch-Modus auch. Ja, den gibt's auch. Da. Zack, 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 zack. Juhu! Wo sind denn meine Kollegen? Ich würde gerne ein paar Eier legen, noch auf die Schnelle. Kommt! Paart euch mit mir! Oh, du bist so romantisch. Oh, schon fertig? Das ging ja schnell. Das ging ja sehr schnell. Ja, wo tun wir die denn jetzt hin? Komm gleich hier hin. Alter, das sind... Wie macht die das? Wie zum Geier macht die das? Guckt euch das Ei an, das ist so groß wie ich. Alter, wo hast du die rausgepresst? Geht's denn noch? Oh, das ist ja cool, die passen alle auf. Ist ja geil. Passen alle mit auf. Oder wollen die meine Kinder essen? Ich will es nicht hoffen. Boah, dieses Neongrün, ey. Als ob die leuchten doch im Dunkeln. So ist es natürlich ein bisschen schwieriger, die jetzt groß zu kriegen, wenn alle mitessen. Kann ich das nicht abstellen? Gang off. Ah, jetzt. So. Werdet schön groß. Meine kleinen Zuckerschnüten. Ganz die Mama. Das nehme ich aber mal. Ach so, wenn ich das abstelle, kommen die Kinder auch nicht mehr. Das ist ja ätzend. Das ist ja ätzend. Okay, gut, dann, ja. Müssen wir die halt mitnehmen, die ganzen Kursorten hier. Lasst meine Kinder essen. Die müssen noch groß werden. Alter, das wäre doch meine Idee. In der nächsten Folge spielen wir die Biberchs nochmal. Machen so viele Kinder wie möglich, gründen eine riesige Gang und dann ab auf die Haie. Mit allen zusammen. Nebenbei muss ich natürlich nur ein Stückchen wachsen, ne? Am besten so eine riesen fette Gang hier von 100 Fischen. Alle Level 50 mindestens. Alter. Die gehen aber auch drauf hier. Wahnsinn. Einfach nur der Wahnsinn. So, kommt schon, Babys. Euch möchte ich diese Folge wenigstens noch groß bekommen. Jetzt hört doch auf, den Kindern immer alles wegzuessen. Lasst sie doch auch mal. So, das esse ich jetzt. Habt ihr jetzt davon. So. Noch irgendwo was? Ja, da. Alter, der schubst mich hier dauernd, der Typ. Der will irgendwas. Ich darf nicht essen, ey. Oh, einer ist schon groß. Das geht ja schnell. Na gut, die müssen ja auch nur Level 3 werden. Geht das Ganze ein bisschen fixer. Ey, noch mehr Kollegen. Na, Jos. Das sind die Nachbarn. Die Familie Schröder. Ja, wo ist denn hier jetzt noch was zu essen? Komm schon, komm schon, komm schon. Da. Diesmal bin ich jetzt Erster. Ah, wenigstens was abbekommen. Schön essen. Macht fein, Happa Happa hier.
Ist auch noch was? Alter. Ich komme hier nicht zum Essen. Das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht. So. Tralalalalala. Wo ist es? Wo ist es? Da. Essen! Oh! Gib mir wenigstens ein bisschen was. Alter. Drei Stück nur noch? Junge, Junge. Tja, liebe Leute. Wo gehen wir hin? Theoretisch gesehen können wir mit der Masse eigentlich auch schon ein paar Fische jagen. Wo sind denn die Zebras? Komisch immer, wenn man die sucht, sind sie die da. Wenn man sie nicht mehr braucht, kommen sie alle. Ist echt ulkig. Oh, hier, nehmen wir den Krebs hier unten. Alle Mann auf den Krebs! Wo ist der Krebs? Ach, da. Kein Krebs, kein Krebs, hat sich erledigt. Kein Krebs. Nein, kein Krebs, nix Krebs. Hat sich ausgekrebst. Oh. Leute. Oh, ich dachte schon, ich wäre jetzt einsam. Ich dachte schon, der hätte jetzt alle weggenuckelt. Aber es hätte ja, hätte ich auch keine drei Kinder mehr gehabt. So. Okay, jetzt habe ich nur noch zwei. Ein. Alter, dieser Hai. Ja, auf den können wir ja leider noch nicht drauf. Da muss ich aus einer riesengroße Gang gründen. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Dann machen wir den nochmal und gründen eine XXL-Gang. Wenn das denn möglich ist. Hä, ich wollte doch nicht alles essen. Dann lutscht ja gleich alles fort hier. Junge, Junge. Tja, das ist meine kleine Family. Süß, ne? Ich bin komischerweise der Kleinste hier. Na, kein Wunder, die klauen mir ja alles weg. Da ist noch mehr. Oh, ein Zebra. Kommt, alle auf den Zebra. Alle drauf. Helft mir doch. Guckt nicht so blöde. Kommt, alle drauf. Ja, genau. Alter. Das reinste Massaker hier. Ich will auch was. Ich bin so klein. No, der Hai. Ich will den Ich will noch einen haben, bevor mich wegnuckelt. Ich will einen haben. Oh. Sehr anstrengend mit dem. Anstrengend. Oh, jei, jei. So. Also der macht doch schon ein bisschen mehr Laune, finde ich. Das mit der Gang, das ist schon praktisch. Definitiv. Ist schon sehr, sehr praktisch. Wenn dann auch alle immer aufpassen und tralala auf die Babys, dann mache ich schon eine riesengroße Gang. So, den Happen will ich noch haben. Ich will den... So, jetzt. Ah. Oh, das ist ja noch ein Happen. Mein Happen. Mein Happen. Mein Happen. Komm schon. So. So. Jetzt aber wirklich Schluss. So, meine Lieben. Das sind sie. Meine riesengroße Familie. Wir machen dann in der nächsten Folge weiter. Versuchen so viele wie möglich zusammenzuschmeißen. Ich hoffe, das funktioniert auch, so wie ich mir das vorstelle. Und dann gehen wir auf die Haie drauf. So als riesengroße Bibos-Gang. Junge, Junge. Geht ja schon gut los. So, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bis dann!